hallo zusammen. Mein Name ist Florian Wolz von der Frankengemüse Knoblauchsland. Und heute besuchen wir unseren Kresseerzeuger Roland Bötz hier in seiner Kresseproduktion, der uns dann jetzt bestimmt auch zeigen wird. Vorab mal ein paar Fragen. Willst du mal kurz was zu deinem Betrieb sagen? Seit wann machst du Kresse? Wir machen seit 1984 Gartenkresse und seit 2002 verschiedene Sorten an Mixkressen und produzieren das alles in Bioqualität. Unser Gewächshaus ist 6700 Quadratmeter groß und ja, wir führen Betrieb jetzt schon in der vierten Generation. Dann gehen wir gleich mal los und schauen mal einen Rundgang an, wie denn Kresse hier so gemacht wird. Okay. Ja, hier am Anfang wird die Kresse hier ausgesät. Das ist die Aussaat auf dem Granulatperlit. Die Perlite wird dann, das ist ein gemahlenes Vulkangestein und ist von der Substanz her für uns sehr gut, weil die Wasser speichern kann und ganz ohne Pflanzenschutz oder Düngung ist. So Roland, nachdem wir jetzt gesehen haben, wie die Kresse ausgesät wird, nachher sehen wir sie nochmal genauer. Wo sind wir jetzt genau? Ja, wir sind jetzt hier im Betrieb, im Gewächshaus, im Abteil der Produktion. Die Produktion ist vom Arbeitsraum getrennt, wegen der Temperatur, um Energie einzusparen. Und hier sehen wir unsere Produktion. Das ist unser Gewächshaus und da wird die Kresse eben auf Tischen ausgesät und hier sehen wir die erntereife Kresse. Die Kresse braucht von Aussaat bis Ernte ca. Sommer wie Winter 5 bis 7 Tage und wir säen 5 bis 6 Mal in der Woche aus und somit müssen wir auch 5 bis 6 Mal in der Woche ernten. So Roland, jetzt haben wir gesehen, wie die Kresse wächst. Was passiert jetzt mit der Kresse, wenn sie fertig ist? Ja, die Kresse kommt dann auf die Tische hierher und wird dann mit der Maschine verpackt. Für unsere Mitarbeiterin, die verpackt die. Okay, dann können wir starten. So, das läuft so ab, wird alles maschinell, wird immer eine Reihe vom Tisch abgezogen. Und wird dann mit Förderbändern rübergefahren und dann in die vorgefertigten Kartons verpackt. Das sieht man hier so wie das, also relativ wenig Handarbeit, alles maschinell. Also Roland, besten Dank für die gewährten Einblicke in deine Produktion. Bitte schön. Die Kresse gibt es natürlich auch bei uns im Online-Shop Knoblauchsland Gemüse. Stellt sich nur noch die Frage, wieso ich die Kresse eigentlich kaufen soll. Ja, die Kresse ist sehr gesund. Sie enthält sehr viele Senföle und Mineralsalzstoffe, die der menschliche Körper braucht, um die Abwehrkräfte zu stärken. Die Kresse wird auch sehr schmackhaft. Aufs Butterbrot drauf oder als Suppe oder in Frischkäse mit reinmischen und die Kresse ist eigentlich ein sehr, sehr gesundes Produkt, ist auch vorbeugend gegen Grippe. Dankeschön. Bitteschön.